Servus und herzlich willkommen zu unserem neuen 1:1 Talk. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der ursprünglich aus Dresden kommt, im Alter von 14 Jahren dann in die U16 des FC Bayern gewechselt ist. 2017, 2018 seine ersten zwei Spiele für die Profis, somit darf er sich Meister 2018 nennen. Momentan spielt er hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Bayern in der dritten Liga. Servus, Lars Lukas May. Servus, hallo. Du, wir müssen zuerst mit deinem Namen anfangen. Lars Lukas, wie wirst du am liebsten genannt? Lars, Lukas oder vielleicht doch Lasse, habe ich gelesen. Was ist so deine präferierte Form? Ja, meine Eltern nennen mich Lukas, aber im Verein nennen mich alle Lasse. Also ich höre eigentlich auf alle Namen, ist egal. Ich reagiere zumindest auf alle Namen. Dann haben wir die freie Auswahl. Und Dann wollen wir uns, bevor wir ins Detail gehen mit deiner Karriere, mal anschauen. Wer ist denn dieser Lars Lukas May? Ein Traum wird wahr. Lukas Mays erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern München am 31. Spieltag der Saison 17-18 in Hannover. Es ist der wohl größte Moment seiner noch jungen Karriere. Mit Weltmeistern und Superstars gemeinsam auf dem Platz zu stehen und denen hat sogar gefallen. Er hat einen guten Job gemacht, er hat dann auch im Laufe des Spiels ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch bekommen, ist auch ein, zwei Mal dann ins Mittelfeld rein mit dem Ball und hat gesehen, dass er da auch sehr viel Ruhe ausstrahlt und ich denke, es war ein sehr gelungener Auftakt und so kann es für die Jugendabteilung weitergehen. Und wie es weiterging, nur eine Woche später die Premiere in der Allianz Arena. Der damals 18-Jährige ist sofort da, dirigiert und wird belohnt. Die Bayern statten ihn mit einem Profivertrag aus. Der Lukas ist erstmal ein super Junge, richtig guter Charakter und wir sind sehr überzeugt, dass er in Zukunft seinen Weg machen wird. Und deswegen sind wir froh, ihn unter Vertrag genommen zu haben. Sein Weg beim FC Bayern begann 2014. Den ersten Titel gewann er mit den B-Junioren nur drei Jahre später. Als Kapitän führte er die Münchner zur deutschen Meisterschaft. Wenn da so ein Team steht wie da, wie wir, dann hat die andere Mannschaft keine Chance. Selbstbewusst schon in jungen Jahren entwickelt er sich stetig. Bei der U19 ist er Führungsspieler, Kapitän. May muss früh in seiner Karriere mit bitteren Niederlagen wie dem Ausscheiden im Achtelfinale der Youth League gegen Real Madrid umgehen. Die lassen ihn aber reifen. Ebenso das regelmäßige Training mit den Stars des Rekordmeisters. May pendelt zwischen Einheiten bei den Profis und den Amateuren. Dort kommt er nach seiner Juniorenzeit als Stammspieler in der Innenverteidigung zum Einsatz. Tore erzielt er selten, wenn dann aber ganz wichtige. Sein Treffer zum 2:1 im Rückspiel der Aufstiegsrelegation gegen Wolfsburg ebnet den Bayern-Amateuren den Weg in die dritte Liga. Dort ist er mit nur 19 Jahren absoluter Leistungsträger, weshalb die Bayern seinen Vertrag im vergangenen Oktober vorzeitig bis 2022 verlängern. Der Lukas ist einer unserer größten Talente. Seine Entwicklung ist nicht abgeschlossen, deswegen sind wir davon überzeugt, dass er große Zukunft hat. Und uns auch auf dem weiteren Weg in der Profimannschaft auch helfen wird. Beim FC Bayern halten sie also große Stücke auf den gebürtigen Dresdner. Der 21. April 2018, sein Bundesliga-Debüt in Hannover, soll also nur der Anfang gewesen sein. Ja, Lukas, über dieses Spiel wollen wir doch gleich mal sprechen. Wie war dieses Gefühl damals, als du zum ersten Mal in der Bundesliga für die Profis des FC Bayern auf dem Feld standst? Ja, einzigartig. Ich weiß noch ganz genau, wie wir vom Hotel zum Stadion gefahren sind, wie ich da gezittert habe. Ich war so aufgeregt. Ich habe mit meinem Bruder die ganze Zeit geschrieben. Er musste mich wirklich beruhigen. Als wir dann angekommen sind und ich langsam auf den Platz gehen durfte, halt zum Anschauen, kam das Feeling schon langsam. Dann beim Aufwärmen war ich wieder richtig aufgeregt. Da habe ich auch wieder richtig gezittert. Da habe ich auch, eigentlich mache ich immer nach dem Aufwärmen so ein, zwei Schüsse aufs Tor. Und die sind eigentlich meistens drin und die habe ich übers Fangnetz geschossen natürlich. Dann, wo wir rausgegangen sind, wo ich mit der gegnerischen Mannschaft abgeklatscht habe, da war ich auch noch richtig aufgeregt. Und dann die ersten 10 Minuten, wo sie dann vorbei waren, dann war ich endlich im Spiel drin und konnte mein Spiel so ein bisschen spielen. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Wir wollen jetzt aber mal springen an den Anfang deiner Karriere. Du bist wirklich im jungen Alter von zu Hause weg aus Dresden, hast das Elternhaus verlassen, da warst du gerade 14 und bist zum FC Bayern gewechselt. Wie war dieser Schritt weg von zu Hause? Ja, schwer, weil ich bin wirklich ein Familienmensch. Ich habe noch eine kleine Schwester zu Hause. Die wollte ich auch nicht verlassen, weil ich wollte so da sein, weil der größere Bruder Sebastian ist schon eher ausgezogen. Der ist auch Fußballer, genau, gegen den spielst du in der dritten Liga, kommen wir nachher noch zu. Ganz genau, nee, dann war sie halt alleine und das wollte ich halt auch nicht. Dann habe ich halt meine Eltern am Anfang, meine Mama, mein Papa richtig doll vermisst. Es war wirklich schwer, aber ich muss sagen, ich bereue es nicht. Also ich bin gereift, ich bin selbstständig geworden und das muss ich sagen, das war mir auch wichtig jetzt.
Warum ist deine Wahl damals auf den FC Bayern gefallen? Ja, ich bin Fan vom FC Bayern, seitdem ich klein bin, und ich fand es immer toll, wie sie Fußball gespielt haben. Sie waren dominant, haben den Ball gehabt, sind nie viel hinterhergelaufen und die haben halt alles gewonnen. Und die Siegermentalität steckt in mir und deswegen habe ich mich für den FC Bayern entschieden. Jetzt sehen wir vielleicht, auch wenn er nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommt, aber mit Alphonso Davies, einem jungen Kerl, der sich wirklich festgespielt hat. Joshua Zirkzee ist gerade oben mit dabei. Redest du viel mit denen und siehst du die dann auch so als großes Vorbild? Ja, klar, also reden schon. Vorbilder habe ich natürlich andere, aber klar, was die jetzt gerade so machen da oben, ist richtig gut. Also die beiden Jungs sind wirklich top. Ich gönn's den beiden auch, muss ich sagen. Aber klar, daran sieht man, dass es halt nicht unmöglich ist, beim FC Bayern als junger Spieler zu spielen. Gibt es denn Spieler, von denen du so am meisten gelernt hast? Ich habe mal ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast, du hast von Mats Hummels sehr viel mitgenommen, auch für deine Aufgabe als Kapitän im Juniorenbereich. Ja, klar. Also wo Mats noch da war, hat er viel mit mir geredet. Auch wo Niki auch auf dem Platz stand, auch jetzt bei seiner Verletzung, redet er viel mit mir. Und die Jungs geben mir immer Tipps. Auch Jerome, muss ich sagen, der gibt mir wirklich viele Tipps. Der sagt mir halt, dass wenn ich halt bei einem Ball schlecht stehe, wie ich es dann anders machen habe oder wie ich mich schneller absetzen soll oder sowas. Zum Beispiel Mats war es so, wir machen nach dem Training immer so Flanken, Offensivkopfbälle, und er hat halt mir gesagt, ob das Timing gut war, schlecht war, und hat halt gesagt, ja, da soll ich halt mehr üben und sowas beim Defensivkopfball, wie ich da stehen soll gegen größere Spieler, wenn die kleinere Spieler oder sowas, das. Ja. Hilft mir sehr, ja. Du wirst am 31. März 20 Jahre alt, das heißt der Austritt aus dem Teenie-Alter, wenn keine Spiele anstünden, wer weiß, vielleicht bist du bei den Profis dabei, gäbe es dann eine Riesensause? Ja, ich denke schon. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, ja. Sehr gut. Dann kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Was sind denn neben dem Fußballspielen noch deine Hobbys? Ja, ich mache viel mit Freunden, also Torben und Maximilian Zeiser sind so meine Freunde hier. Ich habe jetzt eine Freundin, mit der mache ich auch sehr viel. Ich habe jetzt eine Katze zugelegt, damit ich nicht so alleine bin zu Hause. Freundin und Katze, das klingt zeitaufwendig. Ja, nee, aber es ist sehr angenehm, muss ich sagen. Da habe ich halt immer was zu tun. Mir wird nie langweilig im Alltag. Aber nee, ich unternehme gern Sachen. Ich mache gern andere Sportarten, zum Beispiel Badminton, Bowling oder Schwimmen oder sowas. Also ich bin eigentlich immer aktiv. Was sind denn sportlich und privat deine Ziele, deine Träume? Also sportlich ist natürlich gestandener Stammspieler beim FC Bayern zu werden. Aber halt die maximalen Erfolge in meiner Karriere zu holen, halt das, egal bei welchem Verein ich spiele, dass ich halt da immer 100% geben kann, dass ich mich wohlfühle. Und privat ist halt, sollen alle gesund bleiben in meinem Umfeld, Familie, Freunde, egal wer, sollen alle gesund bleiben, ich. Und ja, dass ich halt so viel Spaß haben kann in meinem Leben, wie ich will. Das wünschen wir dir auf jeden Fall, dass das alles in Erfüllung geht. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen 1:1-Talk. Und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz viel Spaß hier bei FC Bayern TV Live.